Lialo, heute mal wieder ein Video von unserem Arch Linux. Und da man auch mit Arch Linux in arge Probleme geraten kann, zeige ich heute mal, wie man da wieder rauskommen könnte. Was war mir zum Beispiel passiert? Gut, frisch installiertes System, fröhlich, glücklich, alles geht. So, dann dachte ich mir, jetzt könnte ich noch grafisch, technisch alles so ein bisschen optimieren. Ne? Nvidia, Originaltreiber oder wie auch immer. Und da kommt die Meldung, just run Nvidia, xconfig, es root und alles wird gut. So, da habe ich mir gedacht, mache ich doch mal. Ne? Und bin dann hinterher in ein nicht mehr startendes System geraten. Ich mache jetzt mit Absicht diesen Fehler nochmal. Sudo-i sagt ja, ich soll mich als root da mal vergnügen mit den Nvidia xconfig. Und das mache ich dann mal Nvidia minus xconfig. So, unable to look at. So, new xconfiguration file written to. Ja, und das ist jetzt der Fehler. Neue x-Konfiguration wurde nach etc. großes x11x.org.conf geschrieben. Ja, und dann passiert Folgendes. Ne? Man denkt jetzt, ach, da habe ich jetzt alles richtig gemacht. Da kann ja nichts mehr passieren. Also neu starten. Und was passiert dann? Frohe Weihnachten, falls jemand noch nicht frohe Weihnachten gegrüßt geworden war. Ist der 25. im Moment. Falls ihr das Video später seht und es ist Hochsommer. Entschuldigung, es ist dann gar nicht Weihnachten. Könnt ihr den Gruß wieder zurücknehmen? Nein, zurücknehmen wollen wir jetzt diese komische Nvidia X-Config, die unser Problem hat. Ich muss jetzt kurz mal dummes Zeug labern, bis der da Start von meinem echten PC vorbei ist. Gut, warum mache ich das auf dem echten PC? Nur auf dem echten PC passieren echte Fehler. Starting Version 217. Manche machen das alles so in virtuellen Maschinen und dann passiert da nichts. Ne? Ja, da passiert nichts. Was haben wir denn? Ome, ich muss jetzt immer hier meine Netzwerk bzw. Stecker ziehen. Arch wäre total clean. Das wäre, ja, der nimmt keine Drogen, aber starten tut er auch nicht. Der ist jetzt blöd. Ihr drückt Steuerung Alt und F2. Und das zeige ich mal kurz auf der Tastatur. So, was drückt ihr? Guckst du. Steuerung, Alt, gleichzeitig und gleichzeitig, so viele Finger habe ich jetzt nicht. Also Steuerung, Alt, alles gleichzeitig und F2. Ne? Oder Steuerung, Alt, F1 oder ähnliches. Und dann passiert Folgendes, ganz furchtbar Aufregendes. So, durch diesen kleinen Trick, na, ihr seht, da oben steht TTY2. Grün ist es nicht, was ich meine, aber gut, kann ich als Marker nehmen. TTY2, das ist jetzt quasi ein zweiter Bildschirm hier vom TTY, ja, einfach vom textbasierten System. Und da könnt ihr euch wieder einloggen als root. Und das Ding geht, aber startet trotzdem nicht. Aber ihr kommt zumindest schon mal wieder auf eine Kommando-Prompt. So, ich habe das schon mal eingegeben. Ich habe mich also als root eingeloggt. Benutzername root, R-O-O-T, Passwort eingegeben, Enter gedrückt. Dann bin ich mit CD in das Verzeichnis gewechselt. CD, Leerzeichen, Schräger, etc., Schräger, großes X, 11. Dann habe ich mir mit LS anzeigen lassen, was da so los ist. Und wir sehen den Verursacher des Problems, xorgconf. Nun, xorgconf ist an sich nichts Schlechtes. Nur, wenn die nicht stimmt, bootet es nicht hoch. Na, also man sieht die Grafik im Desktop nicht. Und deshalb sollte man die Datei einfach mal umbenennen. Löschen müssen wir sie nicht, wir benennen sie lieber um mit move. MV Leerzeichen xorgconf, das ist die Datei, die jetzt stört, ne? Im Moment, weil die halt falsch eingestellt ist. Leerzeichen und nochmal denselben Dateinamen, aber mit .back dran, also Backup. Wir benennen die Datei um, das ist dann genauso gut, als hätte ich die gelöscht und können dann neu starten. So, Neustart, System bootet. Ihr könnt zum Neustart eine Reboot eingeben. Gut, wie man auch alternativ hierüber was zaubern kann, zeige ich gleich. Bleibt sie jetzt immer noch hängen oder nicht? Die störende xorgconf ist so, als wäre sie nicht da.
Und ich bin wieder in meinem Login-Prompt. Alles ist gut. Alles gut. Oder cool. Da kann ich wieder einloggen mit meinem Passwort und ich komme auf meinem grafischen Desktop. Alternativ, wie gerade angedeutet, über das Grub-Menü, falls ihr da gar nicht mit Steuerung Alt F2 reinkommt, zeige ich mal. So, die alternative Methode zeige ich jetzt mal kurz. Also die eine Methode hat dann schon funktioniert. Die alternative Methode, auf einen Root-Login-Prompt zu kommen, angenommen es hängt, ist hier. Advanced Options, ja, so advanced sind die Options erstmal nicht, ne, für Arch. Die sind nämlich Arch rudimentär. Gut, da haben wir verschiedenste Einträge hier im Arch Linux Dingenskirchens. Arch Linux, wie ist Linux, Linux. Und wir gucken mal, da unten stehen so einige Kommandos. Ja, da steht zum Beispiel, drücken Sie E zum Editieren. Ja, drücke ich mal E, E wie E-Mail. So, und hier kommen wir dann in so ein Edit-Menüchen rein und wir suchen da mal einen Eintrag, wo irgendwas mit RW steht, wenn man es denn findet. Wenn da irgendwo was steht mit RW, ist das schon mal ganz gut. Da, ja, eins tiefer als hier. Ah gut, das ist eine ungebrochene Zeile, muss ich bis zum Ende wandern. Gut, was sehen wir hier? Einen Eintrag. Der kann bei euch durchaus anders aussehen, aber gut zu erkennen ist der immer an der Kennung RW, also Read-Write. Und was dahinter steht, ist eigentlich Wurscht, Quiet zum Beispiel. Und ich mache ein Leerzeichen dahinter und eine 1. Ja. Gesehen? Ne, wahrscheinlich nicht. Nee. Ist aber weit weg und es leuchtet alles bunt, aber keine Sau kann das lesen. Gut. Da stand irgendwo ein Eintrag mit RW. Dahinter steht irgendein anderen Krempel, zum Beispiel Quiet, egal. Wichtig ist das Leerzeichen und die 1. Und dann mit dem Steuerung und X. Na, hier steht Control, das ist Englisch. Steuerung X, das Ding speichern. Und dann sehen wir mal, wohin uns das führt. So, wo hat es uns hingeführt? Zum Emergency-Mode. Emergency-Mode, also Notfallmodus. Welcome to Emergency Mode. Und, ja, wir sehen, er fragt schon nach dem Root-Passwort. Wunderbar. For Maintenance, also zum, ja, Reparieren oder was auch immer wollt. Es gibt noch ein paar mehr Optionen. Ihr gebt euer Root-Passwort ein und könnt dann, wie zuvor gesehen, an die XOR-Conf zum Beispiel ran, um Reparaturen vorzunehmen. Eines noch, falls ihr Probleme mit dem Schreiben habt, ne? Muss man gegebenenfalls Schreiben und Lesen noch erlauben. Entweder mit dem Eintrag, den ihr vorher gesehen habt, oder im Nachhinein mit Mount Leerzeichen minus O Leerzeichen Remount Leerzeichen Komma RW und dann den Schräger. Und dann ist das Dateisystem Schreib und Lesen eingehängt und ihr könnt was machen an der Platte. Jetzt aber bin ich fort, vor Feiertag noch. Ich hoffe, ihr habt mitgeholfen, verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.